Ja gut, Zigarre war ja Usus, ne, sag ich jetzt mal. Ne? Ich musste dann am anderen Tag, musste ich dann um 6 Uhr morgens in Frankfurt sein, weil ich dann mit der U21 nach China geflogen bin. Das war also nicht so toll. Ich weiß noch, da gab es noch einen Jolly Pub in der Altstadt. War so eine kleine Diskothek, weiß ich nicht, da waren wir bis 4. Ich war dann, was weiß ich, am Mikrofon, das hat man mir auch dann erzählt. Also wir haben schon super gefeiert, die ganze Altstadt war im Ausnahmezustand. Der FC war ja zu der Zeit, hat er sich dann doch immer noch als der ganz große Club gesehen. Und wir lagen in der Halbzeitpause zurück gegen die Kölner. Und jeder erwartete eine taktische Ansprache des Trainers Otto Rehhagel zum damaligen Zeitpunkt. Die kam aber nicht. Sondern Otto Rehhagel fragte jeden Spieler, wie wollen Sie morgen früh am Frühstückstisch Ihren Kindern erklären, wenn Sie gefragt werden, Papa, wo ist denn der Pokal? Wie wollen Sie Ihren Kindern erklären, dass sie den Pokal möglicherweise heute hier nicht gewinnen? Und das Beeindruckende war dann für mich. Einige Spieler lagen so ein bisschen enttäuscht auf der Behandlungsliege, lagen ja zurück und auf einmal zack, 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 klack, 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 alle standen auf. Die Truppe wurde auf einmal unruhig, lebendig, wie wilde Pferde, die man festhalten musste praktisch. Und sind dann noch vor dem Anpfiff des Schiedsrichters, sind meine Raubtiere damals schon raus eben. Gerd Sewe und Co. raus und innerhalb von 10 Minuten führen wir 2-1. Das Schöne war immer, dass mein Bruder das Tor geschossen hat, ne, das Wichtigste. Das ist, ne, auch wenn man immer als Mannschaft denkt, freut man sich da natürlich besonders. Ja gut, das war so ein klassischer Angriff mit Rudi Bommer. Ne? Rudi Bommer auf der rechten Seite, der ja dann auch sehr laufstark war. Ich bin auf der Außenseite durch auf rechts und spiele den Ball rein zum Thomas und der kriegt den Ball dann rein zum 2-1. Ich habe dann ein langes Bein gemacht und bin dann wieder mit der Fußspitze irgendwie drangekommen und habe dann über die Linie, mehr oder weniger über die Linie gedrückt. Das war generell mein erstes Jahr, ne? Auch miterleben zu dürfen, deutsche Pokalsieger zu werden gegen das FC Köln, Gelsenkirchen. Eine besondere Qualität, gerade gegen die Kölner. Das geht jetzt so weiter. Ohne natürlich daran zu denken, wie es sich auch mal umgekehrt darstellen kann.